Burgberg im Allgäu, auch genannt das Knappendorf am Gründen. Ein Dorf mit viel Tradition und bedeutender Geschichte. Ihren Beinamen verdankt die Gemeinde dem historischen Eisenerzabbau an der Südseite des Gründen. Bis ins 19. Jahrhundert war der ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Heute macht die Gemeinde ihre Geschichte für Touristen erlebbar in der Erzgruben-Erlebniswelt. Es wurde vom 14. bis 19. Jahrhundert wurde hier Erz abgebaut. Und dadurch ist natürlich dann auch unser Knappendorf entstanden vor 15 Jahren, unsere Erzgruben am Gründen, wo man eben genau dieses Geschichtliche widerspiegelt und sich das eben auch besichtigen kann. Und daher ist eigentlich das Wort Knappendorf entstanden und unser Alleinstellungsmerkmal, würde ich mal sagen, im Oberallgäu. Oberhalb der Gemeinde Burgberg am Fuße des Gründen steht die Steinebichelkapelle. Die katholische Wegkapelle aus dem 18. Jahrhundert ist ein Ort zum Krafttanken, früher wie heute. Die kleine Kapelle war zu Zeiten des Erzabbaus in Burgberg Rastort der Bergleute und Holzarbeiter. Auf dem Weg zu ihrer Arbeit verrichteten sie dort einen Spruch oder ein Bittgebet. Heute leben in Burgberg keine Bergleute mehr. Die Tradition, die Tracht und die Geschichte leben im Ort aber weiter. Ich denke, dass Tradition und Moderne ist hier in Burgberg einmal eben der Trachtenverein, der seine Tracht hochhält. Und dann im Umkehrschluss aber eben dann auch die Feste, wo dann wirklich gefeiert wird, wo man einfach die Moderne und die Tradition eben beibehält. Genauso aber auch beispielsweise eine Untergruppe vom Trachtenverein sind unsere Knappen, die dann wiederum wieder das darstellen, was eben hinterm Gründen mit dem Erzabbau stattgefunden hat. Ein Burgberger hat noch immer Tag für Tag mit Eisen zu tun, Markus Jack. Er ist vor allem als Hufschmied tätig, zusätzlich schmiedet er aber Kuhschellen. Viele Schellenschmiede gibt es im Allgäu nicht mehr. Markus Jack betreibt das alte Handwerk schon viele Jahre. 30 Jahre habe ich das Geschäft. Wenn ich vorher noch in der Lehre war und nachher beim Paras bin ich auch wieder Schmied gewesen. Also seit 84 eigentlich bin ich durchgehend nichts anderes. Das ist ja mein Arbeit und ist eigentlich auch mein Hobby. Also das ist, ich habe sie seit Feuerwehr, ja, mein Freier und Balzke, Plattler, Jolen, Feuerwehr, Schiessen. Markus Jacks von Hand geschmiedete Schellen bestehen aus mehreren Teilen, ohne die kein Klang entstehen kann. Neben der eigentlichen Schelle, die den Klangkörper bildet, braucht es etwas, das den Klang auslösen kann. Also das gibt es für die Schelle, die da flackert, der Kalle. Die mache jetzt heiß und dann schmiede ich ihn dran. Und nachher hängt aber nicht in die Schelle. Da gibt es gerade Kalle und gibt runde Kalle. Aber in die Schelle, das ist eine büchige Schelle, gehört auch runder Kalle hin. Die Gerade sind so Stiftkalle. Der ist bloß unten ein bisschen breiter, oder? Und der andere ist ein sogenannter Bollenkalle. Und dann heisst es Bollenkalle, weil man halt unten nachher die Bolle hinklockert, oder? Der Bollenkalle ist ein bisschen schwerer. Dann hat er mehr Zug, oder? Dann schlägt er besser an, oder? Wenn er in die Schelle ein dickes Blech hat, oder gewisse Burma von Schiele haben halt nachher am Bollenkalle, weil sie das brauchen, dass sie den Klang rüsseln, oder? Dass sie den Hall haben, oder? Da wäre jetzt der hier zählend, oder? Der bringt, ist zu leicht. Der bringt den Zug hier, dass sie gescheit leitet, oder? Schmieden ist eine taktvolle Arbeit. Ohne Rhythmusgefühl wird die Form nicht wie gedacht. An einem Takt kannst du jetzt schmieden. Wenn du keinen Takt hast, geht nicht. Weil du musst oft einmal zu zweit schmieden oder zu dritt schmieden. Wenn du jetzt keinen Hammer hast, sowieso, oder? Und dann ist der, der hinter dem Ambo steht, ist der Vorschmied, der gibt den Takt. Und die anderen müssen dann halt dementsprechend einsetzen, oder? Aber noch mal warm, man hat den Schaft noch gerade und nachher
Henkel wir mal hin und schauen, was er tut. Markus Jack ist zufrieden mit dem Klang. Jede von seinen Schellen trägt das Burgberger Wappen. 10 bis 12 Stunden, so lange braucht Markus Jack für eine große Zugschelle. Die Nachfrage ist groß. Ich bringe es gar nicht her. Also ich habe eine große 2 Jahre schon Wartezeit. Zugschellen sind halt das, was am meisten. Weil das ist halt so eine Weitschelle ist, natürlich, wenn du die von Hand schmiedest, auch teurer wie eine Fabrikschelle, oder? Und viele so Bauern sagen, ja, mir ist das wurscht. Oder? Was da dort hängt, wichtig ist, es hängt etwas dort, oder? Jetzt Bergler, für die ist das wichtig, weil die müssen das den ganzen Sommer her. Und die sagen, die kaufen wir halt vielleicht bloß rein, die kostet jetzt mehr. Aber die ist halt so, dass sie mir passt und ich muss nicht irgendeinen Schepper anlösen den ganzen Tag, oder? Früher hat die Arbeit nichts gekostet, oder? Da hat es einfach so und so, aber heute ist halt die Arbeit teuer, oder? Weil du mit dem Karren noch in die Werkstatt musst, oder? Und der verlangt in der Werkstatt für solche Richtung 130 Euro für die Stunde, oder? Und du klockst einen halben Tag so eine Schelle und kriegst 80 Euro, oder? Passt die zusammen, oder? Von der Relation. Und das ist halt heute das Problem, oder? Trotzdem legt Markus Jack viel Wert auf Handarbeit. Also, die klingt genauso, ob ich das so mache oder ob ich es anders mache. Aber wenn ich eine Hand mache, eine Schelle will, dann tut es auch handgemacht Sinn. Also das ist halt jetzt, wird immer wieder meine Meinung halt, oder? Seine Kunden kommen teilweise bis von Berchtesgaden, Bad Tölz oder gar aus dem Schwarzwald. Die meisten sind aber Allgäuer, genauso wie Markus Jack auch. Also kommen wir denn eigentlich von Sundorf. Dann habe ich zu oft den Schwang gewesen, dann war ich 10 Jahre schon lang. Und nachher, wo ich geheiratet habe, seitdem bin ich nachher. Bin ich da. Bin halt hier daheim. Brauche ich nicht ein anderes Team. Ich muss euch gerade fahren, vielleicht einmal ins Oberbayerische, weil ich da ein paar Spätzle habe. Oder einmal in die Schweiz oder einmal ins Tirol oder so. Aber viel weiter muss ich eigentlich nicht. Die einen wachsen im Allgäu auf und möchten nicht mehr weg, die anderen müssen das Allgäu erst für sich entdecken. So wie Skirennläufer Andreas Sander. Der gebürtige Nordrhein-Westfale wurde in diesem Jahr Vize-Weltmeister in der alpinen Skiabfahrt. Bereits in seiner Jugend kam er ins Allgäu. Andi, jetzt bist du ja schon recht früh ins Allgäu gekommen. Wie kamst du denn damals dazu? Ja, ich war vor dem Allgäu noch 2 Jahre in Berchtesgaden auf dem Skigymnasium, aber ich hatte Mannschaftskollegen auch schon aus Oberstdorf vom Internat und hatte ja sehr, sehr guten Kontakt schon hierhin mit den Trainern und habe mich dann entschieden, um eventuell nochmal den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, nochmal die Schule zu wechseln. Ich bin mit 15 von zu Hause weggegangen und bin dann nach Berchtesgaden, wie gesagt, 2 Jahre und war dann noch 2 Jahre auf dem Gertrud-von-Lefort-Gymnasium und im Skiinternat in Oberstdorf. Habe dort dann mein Abitur gemacht und ja, aufgrund weil ich ja sehr, sehr gerne irgendwie den nächsten Schritt in meinem Sport machen wollte, habe ich dann den Weg zu den Internaten gesucht. Und ja, das war jetzt im Endeffekt auch natürlich genau das Richtige, weil wenn ich dann mit 15 nicht von daheim weggegangen wäre, dann hätte ich sicherlich ziemlich schnell den Anschluss verloren. Mhm. Wie war das denn aber für dich, so früh von zu Hause wegzugehen, für dich und vielleicht auch für deine Familie, Freunde und Eltern? Ja, ich glaube für meine Familie, gerade für meine Mutter, nicht ganz so leicht. Ich war ziemlich schnell sicher, dass ich diesen Weg gehen möchte. Im Nachhinein war ich dann relativ überrascht, dass ich mir schon so sicher war so früh. Ich habe das nie bereut, ich hatte auch kein Heimweh oder solche Sachen. Also ich habe es wirklich ja, extrem mutig von mir selber dann irgendwann gefunden, wenn ich dann so in 4, 5 Jahren später oder daran gedacht habe, dass ich dann das unbedingt wollte. Das hat mich von meiner Persönlichkeit, wie ich damals war mit 15, verwundert. Aber ich glaube hauptsächlich meine Mutter. Hat dann schon Zeit gebraucht, weil meine großen Geschwister waren schon von daheim weg. Nur noch meine kleine Schwester war daheim und ich dann mit 15 eben von daheim weg und eben 700 Kilometer entfernt war, glaube, wenn dann für meine Mutter und meine Eltern nicht ganz so leicht. Das kann ich mir vorstellen. Wie ging es denn dann nach dem Schulabschluss in Oberstdorf für dich weiter? Da hat ja dann so deine Profikarriere so richtig Fahrt aufgenommen. Genau. Ich habe dann erstmal überlegt, was ich machen will, wie es weitergeht und bin dann eben 2008
zur Bundeswehr gegangen und habe mich dann voll auf den Sport konzentrieren können. Und ja, das war dann so der nächste Schritt. Da habe ich gesagt, ich will jetzt die nächsten Jahre einfach mal Vollgas geben und mal schauen, wo die Entwicklung jetzt gerade in den nächsten Jahren hingeht, ob das noch Sinn hat, auch ja, noch weiter nach oben zu kommen. Und das ging dann zum Glück von Jahr zu Jahr nicht immer sehr stark bergauf, aber zum Glück immer bergauf. Dann zum Beispiel auch zu Olympia und dann eben auch ja in den Weltcup. Wie hast du das denn so erlebt, dann quasi den Sprung, auch zum Beispiel jetzt mit Olympia in Pyeongchang? Mit Olympia, das hat ja bei mir etwas gedauert. Ich hätte ja vom Alter, von dem, was man wahrscheinlich auch von mir selber, was auch der DSV von mir erwartet hätte, hätte man mich gerne schon eine Olympiade davor gesehen in Sochi. Habe mich dann davor verletzt, aber auch die Leistung hätte nie gereicht, um mich dafür zu qualifizieren. Davon war ich zu weit weg. Ich habe dann nach meinem Junioren-Weltmeistertitel 2008 schon etwas gebraucht, um auch an die Leistung anzuknüpfen. Und da hatte ich wirklich meine so 2-3 Jahre, wo ich dann mal Materialwechsel, die Skitalierung hat sich geändert und so weiter. Und ich selber ja, habe mich da auch so finden müssen nach der Schulzeit, glaube ich. Und habe dann ein paar Jahre verloren, überhaupt nicht. Aber ich hatte dann eben nicht den Sprung gemacht direkt in den Weltcup. Habe dann länger gebraucht und auch im Weltcup etwas gebraucht, dass ich wirklich realistisch zu Olympia konnte. Aber als ich es dann geschafft habe, war es wirklich so, dass ich gesagt habe, wenn jetzt alles passt, dann kann ich in die Top 10 fahren. Vielleicht bei Olympia ist sogar mehr drin. Ich war dann 8. und 10. Habe dann meine persönlichen Ziele erreicht bei meiner ersten Olympiade. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht die letzte ist. Aber das war natürlich schon so ein Ziel, wo man dann gemerkt hat, ja, der lange Weg, den du bis jetzt schon gegangen bist, und der Wechsel eben mit der Schule, der hatte sich dann zum ersten Mal so richtig gelohnt. Oder so hat sich's angefühlt. Und gerade dann in diesem Jahr hast du ja dann deinen größten Erfolg eingefahren. 2. Platz bei der WM in Cortina d'Ampezzo in Italien. Wie war das denn für dich? Das kam tatsächlich dann auch sehr überraschend für mich selber. Ja. Besonders als man dann so verdaut hatte, das Ganze. Ich hatte schon das Ziel, irgendwie, wenn an diesem Tag, wenn einen von den 2 Tagen, wo ich teilnehme, alles passt, dann wusste ich, und die anderen vielleicht den einen oder anderen Fehler mache, dann wusste ich, es könnte auch eventuell mit einer Medaille was werden. Daran muss man natürlich irgendwie als Sportler glauben, glaube ich. Das habe ich mir eingeredet, das habe ich gefühlt. Und gerade an dem Tag von der Abfahrt habe ich so gefühlt wie noch nie. Dass es dann passiert, ist was anderes. Und dann hat es etwas gedauert. Dann ja, wurde ich hier von Burgberg sehr, sehr nett empfangen. Der Ort, ja, man wird gegrüßt, alle gratulieren einem. Und dann merkt man so, ja, das war jetzt wirklich nicht nur irgendwie ein 2. Platz bei einer Weltmeisterschaft. Als Sportler nimmt man das Wort nicht so wahr, weil die Fans waren nicht dort. Klar war ein riesen Medienaufgebot bei einer WM, das ist immer da. Aber es war ja für mich das erste Mal und dann dachte ich, ja, das ist ja normal. Aber dass das dann bei einer WM schon nochmal was ganz, ganz anderes ist wie im Weltcup, das wurde mir dann erst bewusst. Ja, ganz besonderes Ergebnis, aber der macht natürlich auch Lust auf mehr. Und es wäre schon schön, solche Erfolge auch noch zu haben oder mal zu feiern. Wenn dann doch Zuschauer vor Ort sind, ist es sicher ein Ziel für nächstes Jahr. Vielleicht im Weltcup mal auf dem Podium zu stehen, vielleicht irgendwann mal ein Weltcuprennen zu gewinnen. Ich bin da jetzt nicht ganz so ergebnisorientiert, was Zahlen angeht. Ich habe ziemlich hohe Ziele an mich selber für die nächsten Wochen, Monate. Und wenn ich die erreiche, dann bin ich schon sehr optimistisch, dass ich an die Saison jetzt anknüpfen kann und die vielleicht auch nochmal toppen kann. Weil ich fühle mich gesundheitlich gut. Ich hoffe, ich komme wieder gesundheitlich sehr gut durch den Sommer. Und dann wird man sehen, aber ja, so Podestplatz, Top-3-Platzierungen sind jetzt in Zukunft, glaube ich, sind sicher nicht bei jedem Rennen drin. Muss man realistisch sehen, dafür gibt es zu viele gute. Aber vielleicht in Zukunft nochmal das ein oder andere Mal, wäre natürlich schön. Springen wir nochmal kurz zurück zum Anfang. Du bist ja so früh ins Allgäu gekommen und wohnst jetzt mittlerweile in Burgberg. Hast du denn dann im Allgäu und vor allem eben hier in Burgberg auch so ein bisschen eine neue Heimat gefunden? Ach, auf alle Fälle, ganz besonders jetzt hier in Burgberg. Ich habe ja dann noch länger in Oberstdorf gewohnt, wohne aber jetzt schon seit circa 6 Jahren, glaube ich, in Burgberg und wohne jetzt hier mit meinen 2 Söhnen, mit meiner Frau, die in Burgberg aufgewachsen ist. Und ja, auf jeden Fall, momentan ist es meine erste Heimat. Ich weiß nicht, ob mich so schnell hier wieder was wegbringen wird. Denke ich zumindest nicht. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Uns gefällt es natürlich sehr, sehr gut hier und von dem her, denke ich, werde ich schon noch länger hier bleiben. Burgberg im Allgäu. Eine kleine Gemeinde mit Charme, Tradition und Geschichte. Ein Ort zum Wohlfühlen.